Gestern Abend wurden bereits die FED-Protokolle der jüngsten FED-Sitzung von vergangenem Juni veröffentlicht. Es herrscht offensichtlich bei den Notenbankern in den USA ein gewisser Dissens. Heute Mittag zog nun die EZB nach. Auch hier wurde das jüngste EZB-Protokoll veröffentlicht. Und wie es da mit dem Dissens aussieht, genau das wollen wir heute klären mit Norbert Paul von der Börse Stuttgart. Norbert, ich habe es bereits erwähnt. Wie sieht es denn aus bei der EZB? Ist man sich da ebenfalls so uneinig, was die weiteren Schritte angeht wie bei der FED? Wir fangen vielleicht mal andersrum an. Wo sehen beide Notenbanken vielleicht die großen Probleme? Denn da herrscht tatsächlich mal Einigkeit und es geht um die Inflation. Sowohl die FED sagt, wir haben Probleme, was die Inflation angeht, weil sie kommt einfach nicht in Gang. Und das war tatsächlich um 13.30 Uhr auch eine der wichtigen Aussagen, die man in den EZB-Protokollen gut nachlesen konnte. Es gibt keine nachhaltigen Signale dafür, dass sich die Inflation verfestigt, wie das immer so schön dann heißt, also auf Deutsch, die Inflation bleibt niedrig. Wir haben das gestern schon bei der FED gesehen. Das klingt natürlich erstmal danach, dass die Zinsen vielleicht doch dann eher, ja, dass man eigentlich noch keine große Not hat, sehr stark und schnell die Zinsen anzuheben. Das freut auf der einen Seite natürlich auch durchaus immer die Anleger, weil sie sagen, niedrige Zinsen könnten uns freuen. Und wenn wir von der FED jetzt wieder zur EZB schauen, dann geht die sogar noch einen Weg weiter und in den Protokollen war zu lesen, dass sie sich weitgehend einig sind, dass man tatsächlich an dieser jüngsten geldpolitischen Lockerung weiter festhalten müsse, denn es gäbe noch keine Anzeichen dafür, dass eben die Inflation auf einem Weg ist, wo man die Geldpolitik straffen müsste. Gleichzeitig sagt man auch, die wirtschaftliche Entwicklung Europas, die ist eigentlich auf einem guten Pfad. Dann kommt aber ein großes Aber und das betrifft den Euro, dass der Euro zuletzt so fest wurde, das gefällt den EZB-Bankern überhaupt nicht. Sie haben sich die Frage gestellt, ob das mit einer quasi Neueinordnung der europäischen Wirtschaftskraft zu tun hat. Naja, wenn man jetzt schaut, in den letzten Wochen war es ja auch vielleicht eher so, dass die Aussagen von Trump und so weiter immer wieder auch mal dafür geführt haben, dass der Euro fester wurde. Aber da sieht man durchaus jetzt wieder ein Problem, denn eines ist klar, die europäische Wirtschaft als Ganzes ist ja durchaus auch eher gern mal exportorientiert, vor allem natürlich wir Deutschen. Wenn jetzt der Euro gegenüber dem Dollar, aber auch anderen Währungen wieder zu fest wird, dann könnte es natürlich sein, dass die wirtschaftliche Entwicklung eher wieder zurückkommt. Und dann kommt die EZB erst recht wieder und sagt, naja, wir müssen die Wirtschaft weiterhin stimulieren, weil sie ja eben nicht mehr in Gang kommt. Und deswegen quasi auch so das kleine Fazit. Erst im Herbst wird man darüber nachdenken oder wird man darüber sprechen, was passieren soll, wird man die geldpolitischen Zügel anziehen oder nicht. Vorher gibt es quasi keine News. Wann aber genau Herbst sein wird, weiß man nicht. Es gibt kein genaues Datum, es hieß nur im Herbst. Schauen wir uns dann mal an, was wir machen. Dann klären wir direkt mal die von dir aufgeworfene Frage. Ist denn der Euro aktuell so stark oder tatsächlich der US-Dollar so schwach? Naja, also zuletzt, wenn man sich die ganzen Probleme anschaut und mit Problemen meine ich vor allem Trump mit seinen Aussagen, das muss man einfach immer wieder sehen, dann merkt man natürlich schon, dass es momentan eine gewisse, also es heißt ja immer eine Dollarschwäche und eine Euro-Stärke, vom Prinzip ist das ja immer das Gleiche, aber es geht immer quasi so um die Frage, wer ist denn jetzt quasi eher am Drücker? Also läuft es bei uns so gut oder machen die Amis irgendwas falsch? Und da ist halt momentan eher so, dass dieses ganze Gerede auch um die Korea-Krise, Nordkorea-Krise, dass man da natürlich dann auch mal sagt, da, wie sieht's aus? Und die Aussagen, die natürlich auch von der EZB eigentlich zuletzt immer zu hören waren, dass mit der europäischen Wirtschaft eigentlich ganz gut läuft, die sorgen dann natürlich auch dafür, dass der Eurokurs steigt. Denn man darf nicht vergessen, Wechselkurse sind ja nicht wie jetzt bei Aktienkurse, wo man sagt, idealtypisch von links unten nach rechts oben so im Bildverlauf, sondern Wechselkurse gleichen ja immer nur die wirtschaftliche Fähigkeit von unterschiedlichen Ländern aus. Also von dem her ist die Sorge vielleicht tatsächlich berechtigt, dass man sagt, wird Europa jetzt wieder als deutlich stärker angesehen. Wobei man fairerweise sagen muss, Kirche mal bitte im Dorf lassen. Also Europa als Ganzes geht's okay, aber da flippt man nicht aus. Klar, Deutschland natürlich aber nach wie vor hier die große Vorreiterrolle. Uns geht es nach wie vor ziemlich gut. Aber man sieht eben momentan, Wechselkurse sind auch sehr politisch getrieben. Und man hat es jetzt im Übrigen auch, um das abschließend noch zu sagen, nach den Veröffentlichungen der EZB-Protokolle gesehen, der Euro ist jetzt wieder deutlich schwächer geworden, also der Dollar wieder stärker. Was jetzt wieder im Umkehrschluss heißt, wenn er quasi sagt, es gibt weiter billiges Geld, dann gibt es auch keinen Grund, warum eigentlich der Euro so stark sein sollte. Also es ist eigentlich Jammern auf hohem Niveau.
Schauen wir noch ein wenig auf die Aktienmärkte. Die Fluggesellschaften haben in dieser Woche die Thematik, das Tagesgeschehen dominiert. Allen voran natürlich die Deutsche Lufthansa und Air Berlin. Aus gänzlich unterschiedlichen Gründen. Die Deutsche Lufthansa-Aktie konnte durchstarten, was vor allem ein Stück weit natürlich mit der Insolvenz des Konkurrenten zusammenhängt. Das ist komplett richtig und es ist auch so ein bisschen die Hoffnung der Anleger, denn die Lufthansa hätte ja eigentlich Interesse, mehr oder weniger Air Berlin oder sagen wir mal den Großteil von Air Berlin zu kaufen, also Flugzeuge zu übernehmen, wenn sie nicht eh schon der Lufthansa gehören. Da gab es ja auch schon im vergangenen Jahr ein entsprechendes Agreement. Und diese Flugzeuge dann quasi schön mal umzulackieren in den Farben von Eurowings und damit die eigene Billigfliegersparte dann zu stärken, was von den Anlegern durchaus positiv gesehen wird. Wir haben die Aktie teilweise jetzt wieder bei 20,80 Euro gesehen und sie ist ja auch schon in diesem Jahr so eigentlich richtig gut gelaufen, hat richtig Vollgas gegeben. Man hofft, dass so der intensive Wettbewerb natürlich dadurch etwas zurückgeht. Heißt im Umkehrschluss, wenn Air Berlin vielleicht verschwindet, dass vielleicht die Ticketpreise etwas höher sein können, dass man vielleicht damit insgesamt dann mehr Geld verdient. Wobei man hier aber tatsächlich auch aufpassen muss. Ryanair hat auch schon tatsächlich gesagt, naja, in diese Lücke, die vielleicht am deutschen Markt entsteht, werden wir versuchen, dynamisch hineinzukommen und weiter zu wachsen. Also ob das, was sich die Anleger vorstellen und wünschen, wirklich so aufgeht, müssen wir mal abwarten. Ich glaube, der Wettbewerb am Himmel wird weiterhin groß sein um die Tickets. Vielleicht freut man sich aber auch bei der Lufthansa, dass es insgesamt einfach gerade besser läuft. Und gerade haben wir doch noch über den Euro gesprochen. Kerosin wird ja auch immer in Dollar und dann umrechnen auf Euro. Das hilft natürlich der Lufthansa auch ein bisschen, was die Profitabilität angeht. Wenn der Euro wieder ein bisschen höher ist, wenn die Spritpreise gleichzeitig niedrig bleiben, kann man da noch ein bisschen was sparen. Die Anleger auf jeden Fall, die glauben daran, dass das, so blöd wie es vielleicht für den einen oder anderen klingt, dass diese Insolvenz von Air Berlin vielleicht der Lufthansa ganz gut tun könnte, dass es Wettbewerbsdruck wegnimmt und damit die Profitabilität steigert. Lassen wir uns mal überraschen, aber die Aktie ist richtig gut gelaufen und momentan auch von charttechnischer Seite sagen viele, da ist noch Luft nach oben. Damit sind wir am Ende nicht nur des heutigen Interviews, sondern von gefühlt ca. 300 Interviews. Es war dein letztes heute und mir bleibt an dieser Stelle eigentlich nur, mich ganz, ganz herzlich für die vergangenen 7 Jahre, 7,5 Jahre bei dir zu bedanken. Bisschen mehr sogar, ja. Und ich wünsche dir, beziehungsweise wir natürlich weiterhin alles Gute. Das war zumindest für heute zum letzten Mal Norbert Paul von der Börse Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch. Danke.